McDonnell Douglas MD-11, ein moderner Widebody-Jet der 90er Jahre. Der Name Douglas, der fast 8 Jahrzehnte lang Meilensteine im Flugzeugbau setzte, steht für den vor der Fusion mit Boeing zweitgrößten Produzenten von Verkehrsflugzeugen in den USA. In den Montagehallen in Long Beach, Kalifornien, entstanden so legendäre Modelle wie die DC-3 oder die DC-7, der erfolgreiche Twinjet DC-9 und der Langstrecken-Widebody DC-10. Sie alle haben Luftfahrtgeschichte geschrieben. Die Flugzeuge der Luftfahrtlegende Donald Wills Douglas und dem später zusammengeschlossenen McDonnell Douglas Konzern stehen im Mittelpunkt dieses Films. Die technischen Details und die Entwicklungsgeschichte der DC- und MD-Modelle, die seit Jahrzehnten Menschen und Güter über Kontinente und Ozeane transportieren, werden ausführlich erläutert. Zwischen dieser modernen MD-11 in den Farben der Finnair und der daneben stehenden DC-2 liegen knapp 60 Jahre Luftfahrtgeschichte. Die Geschichte der DC- und MD-Flugzeuge begann Anfang der 20er Jahre, als die jungen Ingenieure Donald Wills Douglas und James Smith McDonnell unabhängig voneinander Flugzeugfirmen gründeten. Die erste erfolgreiche Konstruktion von Douglas war die Cloudster, das erste Flugzeug, das nahezu ebenso viel Nutzlast transportieren konnte, wie es an Eigengewicht aufbrachte. 1924 entstand die World Cruiser. 4 Maschinen brachen zu einer 6-monatigen Weltumrundung auf, ein Flugzeug ging über Island verloren, die übrigen 3 kamen unversehrt in Santa Monica an. Anders als Douglas legte McDonnell seinen Schwerpunkt auf den Bau von Militärflugzeugen. Mit einem Auftrag für den Bau der DC-1 führte die Fluggesellschaft TWA, die Douglas Corporation, 1929 aus der Weltwirtschaftskrise. Es folgte die DC-2, die aber schon bald der verbesserten DC-3 Platz machen musste. Mit Beginn der zivilen Flugzeugproduktion stand die Abkürzung DC in der Modellbezeichnung für Douglas Commercial. Die Douglas Commercial One oder DC-1 machte ihren Erstflug 1934, ein Jahr später folgte die DC-2. American Airlines forderte 1934 eine vergrößerte DC-2-Version mit Schlafabteilen für transkontinentale Nachtflüge zwischen den Küsten der USA. Douglas entwickelte das Modell DC-3. Der Rumpf des Tiefdeckers ist 19,66 Meter lang, die Flügelspannweite beträgt 29 Meter. Von 2 Neunzylindermotoren mit je 1200 PS angetrieben, absolvierte die DC-3 im Dezember 1935 ihren Erstflug. Bei einem maximalen Startgewicht von 12,7 Tonnen konnten 30 Passagiere etwa 1500 Kilometer weit nonstop befördert werden. Für die Strecke zwischen New York und San Francisco musste die 340 Stundenkilometer schnelle Maschine unterwegs 2 Tankstops einlegen. Die DC-3 wurde zu einem Verkaufserfolg und bildete in den 30er Jahren das Rückgrat für den inneramerikanischen Luftverkehr. Bis Ende 1941 wurden über 400 Exemplare gebaut und in Dienst gestellt. Der Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg im Dezember 1941 erforderte enorme Kapazitäten für den Lufttransport von Menschen und Material. Dabei wurde die militärische Version der DC-3, die C-47 Skytrain, zum wichtigsten Flugzeug der amerikanischen Streitkräfte. Douglas baute mehr als 10.000 Exemplare dieses Typs. Nach dem Ende des Krieges wurde ein Großteil der C-47-Transporter für militärische Aufgaben nicht mehr gebraucht. Für einen Bruchteil des Neupreises verkauften die Streitkräfte die Flugzeuge an zivile Nutzer. Auf allen Kontinenten wurden die Militärtransporter zu Verkehrsflugzeugen umgebaut. Die DC-3 C-47 wurde zum Standardfluggerät zahlreicher Airlines
in den 40er und 50er Jahren. Nach Schätzungen des Herstellers sind heute, mehr als 60 Jahre nach dem Erstflug, über 400 Maschinen dieses Typs weltweit im Einsatz. Dank der großen Frachttür im Heckbereich werden die Maschinen vornehmlich als Transporter eingesetzt. Die Classic Air aus der Schweiz bietet mit der DC-3 regelmäßig Passagierrundflüge über den Alpen an. Das klassische Zweimann-Cockpit wurde dafür mit modernen Instrumenten, Navigations- und Funkgeräten auf den Stand der heutigen Technik umgerüstet. Die Forderung von United Airlines nach einem Langstreckenflugzeug beantwortete Douglas mit der Entwicklung der DC-4. Das Ergebnis war ein 28,60 Meter langes, von vier 1450 PS starken Motoren angetriebenes Flugzeug mit 35,81 Meter Flügelspannweite. Der Erstflug fand im Februar 1942 statt. Die gesamte Produktion wurde kriegsbedingt vom US-Militär beansprucht und die DC-4 nahm ihren Dienst zunächst als C-54 Skymaster auf. Als Rosinenbomber wurde die C-54 in Deutschland populär. Sie bildete mit anderen Transportern das Rückgrat der Berliner Luftbrücke. Als Langstreckenfrachter und Truppentransporter baute Douglas 1162 Maschinen vom Typ C-54. Ebenso wie die zweimotorige C-47 wurde auch die C-54 nach dem Krieg als DC-4 an Fluggesellschaften verkauft. In der zivilen Version kann dieser Typ 44 bis 86 Passagiere auf 4000 Kilometer langen Strecken mit einer Reisegeschwindigkeit von 450 Stundenkilometer befördern. Wegen der großen Nachfrage baute Douglas nach dem Krieg 78 neue DC-4. In Kanada wurden 42 Canadair 4 mit Rolls-Royce Merlin anstelle der Pratt & Whitney R2000 Motoren hergestellt. Nur wenig bekannt ist dieses Douglas-Modell, die DC-5. Der zweimotorige Hochdecker entsprach jedoch nicht den Anforderungen der Airlines. Einige wenige Exemplare wurden nur gebaut. Sie dienten dem Militär hauptsächlich als Transporter, Kurier oder Beobachtungsflugzeug. Während DC-3 und DC-4 als Zivilflugzeuge konzipiert waren und ihren Ruf als Militärtransporter erlangten, erlebte die DC-6 eine umgekehrte Entwicklung. Die US Air Force suchte nach einer größeren Version der C-54. Douglas verlängerte den DC-4-Rumpf auf 30,66 Meter, erhöhte die Spannweite auf 35,81 Meter und stattete den Prototyp YC-112 mit vier je 2100 PS starken Motoren aus. Der Erstflug fand 1946, ein Jahr nach Kriegsende, statt. Zu dieser Zeit hatte das Militär keinen Bedarf mehr für das Flugzeug. Aus der YC-112 wurde die 570 Stundenkilometer schnelle DC-6, die bis zu 56 Passagiere fast 5000 Kilometer weit befördern kann. 1947 folgte die verbesserte DC-6A mit einem auf 32,18 Meter verlängerten Rumpf. Die A-Serie mit großer Ladetür im Heck stand für die Frachtversion, das Passagiermodell wurde DC-6B genannt. Von den 665 gebauten Maschinen gingen 288 Exemplare der 6B-Version an internationale Fluggesellschaften. Die amerikanische Luftwaffe nahm 105 Maschinen der militärischen Version C-118 in Betrieb.
Die DC-7, im November 1953 von American Airlines als Erstkunde in Dienst gestellt, ist das größte und zugleich letzte Modell aus der Reihe der Kolbentriebwerkflugzeuge. Douglas erfüllte damit den Wunsch der Airline nach einem Flugzeug für transkontinentale Non-Stop-Verbindungen. In der ersten Version war die DC-7 eine DC-6 mit geringfügig auf 33,24 Meter verlängertem Rumpf und stärkeren Motoren. Es folgte die DC-7B, die mit Zusatztanks ausgestattet wurde. Mit diesem Modell nahm Pan Am die ersten Non-Stop-Verbindungen zwischen London und New York auf. Starker Gegenwind über dem Atlantik machten jedoch häufig eine Tankstopplandung im kanadischen Gander oder im irischen Shannon erforderlich. Deshalb wurde das Modell DC-7C entwickelt, das den Beinamen Seven Seas erhielt. Mit 38,80 Meter Spannweite und einer Länge von 34,23 Meter war die C-Version das seinerzeit größte bis dahin gebaute Verkehrsflugzeug von Douglas. Die 560 Stundenkilometer schnelle 7C kann bis zu 105 Passagiere 9000 Kilometer weit befördern. Von der DC-7, die in der Militärversion C-74 Globemaster genannt wird, wurden 338 Exemplare gebaut. Das Düsenzeitalter begann bei Douglas mit dem Erstflug der DC-8 im Mai 1958. Nach einem konzentrierten Flugerprobungsprogramm wurde die erste DC-8 im September 1959 an die Airlines ausgeliefert. Zu diesem Zeitpunkt war das Boeing-Konkurrenzmodell 707 bereits ein Jahr bei Pan Am im Linieneinsatz. Die frühe Verfügbarkeit der 707 vor der DC-8 führte dazu, dass Boeing die Führung bei Düsenverkehrsflugzeugen übernahm. Douglas war danach nicht mehr in der Lage, den Boeing-Vorsprung aufzuholen. Gleichwohl dominierten Boeing 707 und Douglas DC-8 fast zwei Jahrzehnte lang auf interkontinentalen Strecken. Die erste Version des Douglas Jets wurde DC-8-10 genannt. Delta und United Airlines setzten diese Maschinen mit vier JT-3C Turbojet-Triebwerken von Pratt & Whitney mit je 60,5 kN Schub auf US-Inlandstrecken ein. Es folgte die Serie 20 mit JT-4A-Triebwerken mit 75 kN Schub. Die Serien 30 und 40 der DC-8 waren für Interkontinentalverbindungen konzipiert. Schließlich folgte die Serie 50 mit 80 kN starken JT-3D-Turbofan-Triebwerken. Die DC-850 hat einen 45,87 Meter langen Rumpf und eine Flügelspannweite von 43,41 Meter. Je nach Konfiguration bietet sie 132 bis 179 Passagieren auf bis zu 11.000 Kilometer langen Flügen Platz. Die Version DC-850AF Jet Trader wurde als fensterloser Nurfrachter angeboten. Alle DC-8-Versionen werden von einer Dreimann-Cockpit-Crew geflogen. Der 50er-Version folgte 1966 die auf 57,12 Meter gestreckte DC-8 Super 60 mit drei Derivaten. Zunächst die DC-861 mit einem gegenüber der Serie 50 um 11,18 Meter verlängerten Rumpf. In der Kabine mit einem Mittelgang ist Platz für 259 Passagiere. Mit einer Streckung um 2,04 Meter gegenüber der DC-850 wurde die Super 62 mit modifizierten Tragflächen, größerer Spannweite und höherem Tankinhalt als Langstreckenflugzeug angeboten. Die Super 63 schließlich kombinierte den längeren Rumpf der Super 61 mit den neuen Tragflächen der Super 62. Die 63er-Version war das letzte Modell der DC-8-Serie. Mit 150 Passagieren an Bord liegt die Einsatzreichweite bei 10.000 Kilometer. Ihre Produktion lief im Mai 1972 aus. Für die 60er-Typen wurde 1981 von Cammacore in El Segundo, Kalifornien, eine Umrüstung auf leisere und sparsamere CFM56 Mantelstromtriebwerke mit je 100 kN Schub angeboten. Optisch unterscheiden sich diese Triebwerke von den Pratt & Whitney Aggregaten durch größere Lufteinlässe und geringere Baulänge. Nach der Modifikation von 95 Maschinen wurde dieses Modell DC-870 genannt.
Von den verschiedenen DC-8-Versionen baute Douglas etwa 600 Maschinen. Mehr als 100 davon sind heute noch bei Charterfluggesellschaften und Frachtfliegern im Dienst. Die Frachtversion bietet mit 40 Tonnen Nutzlast eine Einsatzreichweite von 6000 Kilometer. Mit 25 Tonnen Fracht können die DC-870-Frachter 9000 Kilometer nonstop zurücklegen. Dank neuer Triebwerke und modernster Avionik werden die DC-8-Frachter noch viele Jahre lang das Bild auf den internationalen Flughäfen prägen. Ein völlig neues Flugzeug, die DC-9, entstand zwischen 1963 und 1965 in den Douglas-Entwicklungsabteilungen. Ziel war es, ein Flugzeug für Kurz- und Mittelstrecken mit einer Kapazität von 90 Passagieren zu bauen. Das Ergebnis, die DC-9-10, startete im Februar 1965 zum Erstflug und vermittelte mit zwei am Heck angebrachten Triebwerken, stark nach hinten gepfeilten Tragflächen und einem T-Leitwerk einen völlig neuen optischen Eindruck. Von Anfang an war die Serie so konzipiert, dass sie später vergrößert werden konnte, um den Anforderungen der Airlines nach mehr Passagierkapazität zu entsprechen. Tatsächlich wurde kein anderes Flugzeug während der Produktionszeit so stark gestreckt wie die DC-9. Alle DC-9-Derivate, die bis 1982 hergestellt wurden, erhielten als Antrieb zwei Pratt & Whitney Turbofans vom Typ JT9D. Das Leistungsspektrum reicht von 55 kN bei der 31,82 Meter langen DC-9-10 bis 71 kN für die 36,37 Meter lange DC-9-30. Die größten Mitglieder der DC-9-Familie sind die Version 40 mit 38,28 Meter Länge und 28,47 Meter Spannweite und die Version 50, deren Rumpf auf 40,72 Meter Länge gestreckt wurde. Die 50er-Serie hat Platz für 139 Passagiere und eine Reichweite von bis zu 3000 Kilometer. Nach 976 gebauten Exemplaren endete 1982 die Produktion der DC-9 zugunsten des Nachfolgemodells MD-80. Im Oktober 1980 stellte Swiss Air die aus der Baureihe DC-9 entstandene DC-9 Super 80 in Dienst. Der Rumpf wurde gegenüber der DC-9-30 um 8,70 Meter verlängert und die Sitzkapazität auf 172 Plätze erhöht. Das neue JT8D-200-Triebwerk liefert einen auf 82,3 kN erhöhten Startschub. An seinem 75. Geburtstag stimmte Donald Wills Douglas im April 1967 der Fusion mit der McDonnell Corporation zum McDonnell Douglas Konzern zu. Seit Herbst 1983 erhalten die Flugzeuge anstelle des DC-Kürzels die neuen Initialen MD für die Typenbezeichnung. Aus der DC-9 Super 80 wurde die MD-81. Im Dezember 1984 folgte die MD-82 mit stärkeren Triebwerken, deren Schubkraft auf 89,4 kN und die Reichweite auf 3800 Kilometer erhöht wurde. Es folgte das Modell MD-83 mit Zusatztanks für bis zu 4700 Kilometer Reichweite. Das 45,10 Meter lange Spitzenmodell MD-83 hat eine Spannweite von 32,87 Meter
und wird von zwei JT8D219-Triebwerken mit je 93,4 kN Schub angetrieben. Die 1987 vorgestellte Version MD88 unterscheidet sich von der MD82-Basisversion durch eine aufgewertete Kabinenanrichtung und Bildschirmsichtgeräte im Cockpit. Im Dezember 1986 absolvierte die auf Wunsch von Finnair und Austrian Airlines entwickelte MD87 ihren Erstflug. Dabei handelt es sich um die auf 39,75 Meter verkürzte Version der MD80-Baureihe. Das sogenannte Glascockpit aus der MD88 wurde übernommen und serienmäßig ein aus Kampfflugzeugen bekanntes Head-Up-Display eingebaut, das die wichtigsten Flugdaten in das Blickfeld der Piloten einspiegelt. Die MD88 bietet Platz für 130 Passagiere und kann bei einer Reisegeschwindigkeit von 815 Stundenkilometer 4500 Kilometer lange Strecken befliegen. Zusammen mit den in China produzierten MD82 wurden rund 1500 Flugzeuge der 80er Baureihen hergestellt. American und Delta Airlines betreiben mit jeweils etwa 250 Maschinen die weltweit größten MD80-Flotten. In Europa sind die italienische Airline Alitalia mit 90 und die skandinavische SAS mit 77 Maschinen die größten MD-80-Flottenbetreiber. In der Bundesrepublik Deutschland gehört Aeroloid, in der Schweiz der National Carrier Swiss Air, in Österreich Austrian und in Spanien Iberia zu den Nutzern der McDonnell Douglas MD-80 Twin Jets. Alle genannten Fluggesellschaften werden ihre MD-Flotten in den kommenden Jahren durch die Flugzeuge A319, A320 und A321 des europäischen Airbus-Konsortiums ersetzen.
Das erste Großraumflugzeug von Douglas, die DC-10, startete im August 1970 zum Erstflug. Nach der Boeing 747 Jumbo Jet war die DC-10 der zweite Widebody-Jetliner in der Weltluftfahrtgeschichte. Besonderes Merkmal dieser Flugzeuggattung ist die fast 7 Meter breite Passagierkabine mit 2 Gängen. Bereits während der Entwicklungsphase Ende der 60er Jahre war die DC-10 für Mittelstrecken mit einer Abflugmasse von 200 Tonnen und als Langstreckenjet mit 250 Tonnen Startgewicht konzipiert worden. Auf Strecken zwischen 5.000 und 10.000 Kilometer sollten mit dem Großraumjet je nach Kabinenauslegung 250 bis 370 Passagiere befördert werden. Die erste von American und United 1971 in Dienst gestellte DC-10-Version war die DC-10-10. Sie wurde von 3 General Electric CF6 6D-Triebwerken mit je 178 kN Schub angetrieben und erreichte eine Geschwindigkeit von 980 Stundenkilometer. Der Rumpf ist 55,50 Meter lang, die Tragflächenspannweite beträgt 50,40 Meter. Die 130 gebauten Maschinen der DC-10-10 wurden nach der Indienststellung im inneramerikanischen Verkehr eingesetzt. Im November 1972 erhielt die niederländische KLM die erste Version der DC-10-30. Dieses Flugzeug war gegenüber der 10er-Version mit Zusatztanks für interkontinentale Strecken ausgerüstet worden. Wegen des höheren Abfluggewichtes wurde ein zusätzliches Fahrwerk mit Zwillingsrädern in Höhe der Tragflächenwurzeln direkt unter dem Rumpf angebracht, der einzige von außen sichtbare Unterschied zwischen der 10er- und der 30er-Version der DC-10. Als Antrieb dienen 3 Triebwerke vom Typ CF650 mit bis zu 240 kN Schub. Bei der Ultralangstreckenversion DC-10-30ER, die 1982 in Dienst gestellt wurde, erhöhte Douglas die Tankkapazität auf insgesamt 151.000 Liter und damit die Reichweite auf 11.700 Kilometer. Auf der Basis der DC-10-30ER entstand für die US Air Force ein Tankflugzeug mit der Typenbezeichnung KC-10A Extender. Außerdem wurden kombinierte Passagier- und Frachtflugzeuge als DC-10-30CF und nur Frachter als DC-10-30F produziert. Anstelle der General Electric Triebwerke konnte die DC-10 auch mit den JT9D Turbofans von Pratt & Whitney geordert werden. Japan Airlines und Northwest setzen diese Maschinen ein. Sie erhielten die Typenbezeichnung DC-10-40. Die Produktion der DC-10-Baureihe endete 1989. Bis dahin wurden 386 zivile und 60 militärische Varianten gebaut. Mehr als 300 Maschinen dieses Typs sind auch heute noch auf Linien, Fracht- und Charterstrecken im Einsatz. Thank you.
Die deutsche Lufthansa setzte von 1974 bis 1994 insgesamt 11 DC-10-30-Flugzeuge hauptsächlich auf den Nordatlantikstrecken ein. Diese Maschinen wurden inzwischen vom Airbus A340 abgelöst. Zur Flotte der Lufthansa-Tochter Condor gehören derzeit noch einige DC-10-30 mit 370 Sitzen. Das McDonnell Douglas Werk in Long Beach, Kalifornien. In den Zeiten besonders hoher Produktivität waren hier mehr als 120.000 Ingenieure, Techniker und Arbeiter beschäftigt. Im Laufe der 80er Jahre musste die Mitarbeiterzahl wegen der geringen Nachfrage auf 60.000 reduziert werden. Ein Blick in die Fertigungshalle für die DC-10. Die Aufnahmen entstanden Anfang der 80er Jahre und zeigen den Zusammenbau der einzelnen Komponenten von Rumpfzelle, Tragflächen und Triebwerken. Einige tausend Zulieferfirmen aus der ganzen Welt waren mit der Herstellung von verschiedenen Teilen des Flugzeuges beauftragt. Die Endmontage und die Flugtests der DC-10 fanden in Long Beach statt. Thank you.
1997 haben Swiss Air Technik und der amerikanische Paketdienst Federal Express eine Absichtserklärung unterzeichnet, welche die Umrüstung von 25 Exemplaren der DC-10-30 zur sogenannten MD-10 vorsieht. Die ersten 25 Maschinen aus den Beständen von United und American Airlines werden zunächst in Arizona zu Vollfrachtern umgebaut. Swiss Air Technik wird dann das Cockpit der Maschinen auf Zweimannbetrieb umrüsten, sowie eine State-of-the-Art-Avionik von Honeywell mit großen Farbbildschirmen einbauen. Insgesamt könnten 120 DC-10, für die Federal Express Vorkaufsrechte bei verschiedenen Airlines hat, zu MD-10 umgebaut werden. Die zu MD-10 umgerüsteten Maschinen sollen 1999 ihre Zertifizierung erhalten und dann bis zum Jahr 2015 und darüber hinaus eingesetzt werden. Große Hilfsleitwerke an den Tragflächenspitzen, sogenannte Winglets, sind das auffälligste Merkmal der McDonnell Douglas MD-11. Anfang 1987 hatte man in den Entwicklungsabteilungen in Long Beach mit der Konstruktion eines Nachfolgemodells für die DC-10 begonnen. Knapp drei Jahre später, im Januar 1990, startete die MD-11 zum Erstflug. Gegenüber der DC-10-30 wurde der Rumpf der MD-11 um 5,71 Meter auf 61,64 Meter verlängert. Die Tragflächen, nun mit 51,77 Meter Spannweite, erhielten Winglets und eine aerodynamisch verbesserte Form. Die Verlängerung des verstärkten Rumpfes erlaubt die Unterbringung von bis zu 405 Passagiersitzen. Die erheblich aufgewertete Innenausstattung der Kabine bietet jeglichen Langstreckenkomfort. Das Cockpit wurde gegenüber der DC-10 völlig neu gestaltet.
Sechs große nebeneinander angeordnete Bildschirme ersetzen hunderte von Analoginstrumenten. Die Verwendung von Computern reduzierte die Zahl der Cockpit-Crew von 3 auf 2 Flugzeugführer. Gesteuert wird die MD-11 jedoch herkömmlich über Seilzüge. Auf den Einbau von Fly-by-Wire-Technik wurde verzichtet. Bei der Entwicklung wurde auch an die Arbeit der Flugbegleiter gedacht. Auf Wunsch der Airlines können Ruhe- und Schlafräume für die Crew in die Kabine eingebaut werden. Geblieben sind in der MD-11 die von der DC-10 bekannten großen Fensterscheiben im Cockpit. Sie bieten einen hervorragenden Blick nach außen und haben dem Cockpit den Spitznamen Wintergarten beigetragen. Launching Customer als Erstkunde mit Mitspracherecht bei der Entwicklung ist die schweizerische Swissair. Überwiegend sind die derzeit 16 Maschinen der MD-11-Flotte der Swissair auf dem Flughafen Zürich stationiert und starten von hier aus zu Langstreckenflügen in alle Welt. Als Antrieb für den Trijet MD-11 stehen Pratt & Whitney Turbofans vom Typ PW4460 mit je 267 kN Schub oder CF680 Triebwerke von General Electric mit 273 kN zur Auswahl. Die Fluggesellschaften haben bei der MD-11 die Wahl zwischen 4 verschiedenen Versionen. Angeboten wird die MD-11 als reines Passagierflugzeug, als Nurfrachter, als kombiniertes Passagier- und Frachtflugzeug und als Convertible. Die MD-11CF genannte Convertible-Version verfügt über eine große Frachttür und kann innerhalb von 24 Stunden vom Passagierflugzeug in ein Frachtflugzeug umgewandelt werden. Bei einer Nutzlast von 90 Tonnen bietet der MD-11F-Frachter eine Einsatzreichweite von 7700 Kilometer. Seit 1996 ist eine Ultralangstreckenversion mit der Bezeichnung MD-11ER im Programm. Dank der vergrößerten Tankkapazität kann die ER-Version mit 220 Passagieren und 6 Frachtpaletten an Bord 13.340 Kilometer lange Strecken nonstop befliegen. Mit dem Charterflieger LTU hat McDonnell Douglas für die Passagierversion der MD-11 in Deutschland nur einen einzigen Kunden gewinnen können. Die Ferienflieger aus Düsseldorf setzen ihre derzeit 4 MD-11 auf verkehrsreichen Strecken zu Ferienzielen rund ums Mittelmeer, zu den Kanarischen Inseln, in die USA und in die Karibik ein. In der LTU-Konfiguration bietet die MD-11 Platz für 405 Passagiere. Mit einer Kraftstoffkapazität von 146.000 Liter liegt die maximale Reichweite bei 10.500 Kilometer. Somit können von Düsseldorf oder Frankfurt aus so weit entfernte Reiseziele wie Cancun in Mexiko oder die Karibikinsel Barbados nonstop erreicht werden. Поставлю на
McDonnell Douglas konnte die gesteckten Verkaufsziele bisher nicht erreichen. Nur etwa 160 Maschinen des Typs MD-11 befinden sich im Linien- und Frachtdienst. Inzwischen hat sich jedoch ein Markt herauskristallisiert, mit dem MDD zunächst nicht gerechnet hat. Vom MD-11F-Frachter wurden mehr Exemplare gebaut als ursprünglich geplant. Auch die Lufthansa-Tochter Lufthansa Cargo hat 5 Frachter festbestellt und hält Optionen für weitere 7 Exemplare. Der Vorteil der MD-11F gegenüber dem größeren Boeing 747-400 Frachter ist, dass sich das MDD-Flugzeug auf Mittelstrecken und kurzen Langstrecken mit mäßigem Frachtaufkommen wesentlich kostengünstiger einsetzen lässt als der Frachtjumbo von Boeing. Mit 2 Triebwerken der Serie V2500 von International Aero Engines ist die MD-90 ausgestattet, die im Februar 1993 zum Erstflug abhob. Das 111 kN leistende V2525 ist das größte und leistungsfähigste jemals am Heck eines Flugzeuges montierte Turbofan-Triebwerk. Die MD-90, als Nachfolgemuster der MD-80-Serie entwickelt, hat eine Spannweite von 32,87 Meter und eine Rumpflänge von 46,51 Meter. Mit 140 bis maximal 187 Passagieren bietet die MD-90 eine Einsatzreichweite zwischen 4.000 und 5.000 Kilometer. Von der MD-88 wurde das Zweimann-Glascockpit mit Bildschirmanzeigen übernommen. MDD sieht die Etablierung des 150-Sitzers im Kurz- und Mittelstreckenbereich. Vor allem betagte Boeing 727 sollen durch die MD-90 ersetzt werden. Erstkunde Delta Airlines setzt derzeit 20 Maschinen der Basisversion MD-90-30 auf Inlandsstrecken ein und hält Optionen für weitere 12 Flugzeuge. Die MD-90 wird in China unter der Bezeichnung MD-90-30T mit einem veränderten und verstärkten Fahrwerk für kürzere Umlaufzyklen in Lizenz gebaut. Die Kabine wurde gegenüber der MD-80-Serie völlig neu gestaltet.
Neben neuen Ablagefächern und Sitzen werden verschiedene Systeme für die Bordunterhaltung angeboten. Die MD-90 verfügt mit dem V2500 Triebwerk von IAE über eines der modernsten derzeit angebotenen Turbofan-Triebwerke. Neben einem hohen Leistungsspektrum überzeugt das Aggregat durch einen günstigen Treibstoffverbrauch und eine verbesserte Reduzierung der Abgase. Die einzelnen Komponenten der MD-90 werden in verschiedenen Produktionsstätten von McDonnell Douglas und bei zahlreichen Subunternehmen vorgefertigt und erst in der Montagehalle in Kalifornien zum fertigen Flugzeug zusammengefügt. Diese Aufnahmen von 1992 zeigen die Produktion des Prototyps T1 und das anschließende Rollout in Long Beach. Mitte der 90er Jahre entstanden in den Konstruktionsabteilungen die Pläne für die MD-95. Im Frühsommer 1997 begann in Long Beach die Endmontage des 100-sitzigen Prototyps. Für die Airline-Repräsentanten wurde ein Mock-up, ein originalgetreues Modell der Passagierkabine, aufgebaut. Als Antrieb ist das neue Rolls-Royce BMW Turbofan-Triebwerk BR-715 mit einem Schub von 83 kN vorgesehen. Und so sieht der Künstler den jüngsten Spross aus dem Hause MDD. Nach dem Erstflug im Sommer 1998 soll die Auslieferung der 36 Meter langen MD-95 an die Fluggesellschaften Mitte 1999 erfolgen. Ob dies aber tatsächlich so geschieht, ist fraglich. Nach der vollzogenen Ehe zwischen Boeing und McDonnell Douglas ist es durchaus möglich, dass die MD-95 niemals bis zur Serienreife weiterentwickelt wird. Hinzu kommt, dass die 50 Erstbestellungen alle von ValueJet stammen, einer wegen Verstößen gegen die Flugsicherheit aufgefallenen Billig-Airline. Die Zukunft der Verkehrsflugzeuge von McDonnell Douglas ist nach der Fusion mit Boeing mehr als ungewiss. Experten vermuten, dass sich MDD künftig ganz auf das Raumfahrtgeschäft und den Bau von Militärflugzeugen konzentrieren wird. Eines dieser Projekte ist die C-17 Globemaster, ein Hightech-Langstreckentransporter. Mit 78 Tonnen Nutzlast hat die Globemaster eine Reichweite von über 4500 Kilometer. Der Rumpf ist 53 Meter lang, die Spannweite beträgt 52,30 Meter.
Angetrieben wird die C-17 von der militärischen Version des Pratt & Whitney PW2040-Triebwerks, das 185 kN Startschub entwickelt. Der Laderaum bietet beachtliche Abmessungen. Er ist 21 Meter lang, 5,50 Meter breit und 3,80 Meter hoch. Er ist druckbelüftet und klimatisiert. Dank der Luftbetankungsmöglichkeit ist der Einsatzradius nur durch die Fitness der Crew begrenzt.